Vielleicht. Ah, ich kann ja, glaube ich, hier unten durchgehen und damit das Lavafeld oben umgehen. Ja, das habe ich ja extra hier aufgemacht. Hier habe ich nichts. Da ist übrigens nur der Weg nach unten wieder. Ja, da komme ich ja her. Und hier habe ich Gold übersehen. Naja, gut. Ein paar Kupferlinge, aber besser als nichts. Hier hat sich nichts geöffnet. Oh, in die Falle will ich nicht unbedingt reintreten. Hier am Teleport hat sich auch nichts geöffnet. Hier sind nur die beiden Feuerballwerfer. Und hier oben ist auch nichts aufgegangen. Ha. Ach, hier ist noch eine Silbertür. Ja, gut. Oh, da ist ein Eisspucker. Au, und ich bin voll reingedasht. Erstmal so viele Särge wie möglich wegmachen. Oder Sarkophage. So. Dann können ruhig die Mumien mir nachkommen und da verbrennen von mir aus. So. Komm, spuck. Ah, das brauchst du nicht machen. Au. So. Oh, das habe ich ganz gut gemeistert eigentlich, auch wenn es nicht so geplant war. So, da oben könnte ich Lebenspunkte abstauben. Was macht das? Ah, ein Geheimgang. Naja, so geheim bist du jetzt auch wieder nicht. Nee, ist klar, oder? Wow, 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 wow. Okay, da ist da das Portal nach draußen. Au. Ich will um die Ecke, aber ich darf nicht, weil ich zu eingeeist bin. Gemeinheit. Oh. Secret. Und bang. Unnötiges Leben. Heiltrank. Mana Upgrade. Oh. Schnell hier hindaschen.
Toll, wie räume ich den Eisdinger aus dem Weg, wenn da Stampfer drumherum sind. Wow. Den würde ich nämlich schon gern loswerden, bevor ich das Portal öffne. Sonst komme ich nämlich hier rein und werde gleich von dem begrüßt. Wow. Wow. Ah, Zermatschkorn. Ist immer gut. Au, sterben ist nicht so toll. So. Da ist übrigens noch ein Spiegelfragment. So. Ich frage mich gerade, kann der Fleischer hier oben Unverwundbarkeitstränke herstellen? Nee. Schade. So, für dich habe ich hier eine Picke. Activate all nodes. Okay, das kriegen wir hin. Wow. Das war gemein. Oh, frisches Essen gleich. Sehr nett. Was gibt's hier? Noch ein Sun-Tempel-Teil. Aber den wollen wir erstmal nicht begehen. Ich will erstmal den zweiten Level abschließen. Genau, hier war ein Health-Upgrade. Hast du noch was zu sagen? Thanks, back to work. Okay. Was hast du zu sagen? You have killed Quillif, only Shaurant remains. Ja. Da ist ein Weg nach unten, den ich gar nicht kannte. Der wird wohl auch neu freigemacht worden sein. Ich muss mir nämlich jetzt hier überall ein bisschen umschauen, wo ich noch Sachen zum Aktivieren, zum Einsammeln und so habe. Weil der hat ja jetzt Steine für mich aus dem Weg geräumt. Und zum Beispiel hier drüben hat er jetzt die offene Wüste freigemacht, okay. Das ist ein Riesengebiet, ey. Was zur Hölle? Was habe ich hier aktiviert? Okay. Warum zur Hölle sind da so viele Explosionskerle gewesen? Was war das für ein... War das irgendwie so ein Serious Sam-Joke? Oder was war das jetzt? Ah, da oben war das. Kommen noch mehr solche Viecher? Oder kann ich mir jetzt dieses Wüstengebiet fertig anschauen? Okay, ein One-Up.
Aber hier scheint sonst nichts mehr zu sein. Außer da oben vielleicht. Ja gut, ist nett zu sehen, dass da mal noch, dass sie sowas eingebaut haben. Waren sie sehr kreativ. Aber als Nahkämpfer etwas unfair. Jo. Gut, gibt es noch Bereiche, die jetzt freigelegt sind, wo ich an was rankommen würde? Hier gibt es noch ein eine Pyramide, müsste ich noch aktivieren, und die ist unten in den Höhlen, wenn ich richtig weiß. Ich würde aber gern, bevor ich in die Pyramide gehe, den Tempel fertig machen. So, okay, mehr sehe ich hier nicht, was jetzt begehbar ist, so auf Anhieb. Ne, bevor ich mich darunter stürze, erst einmal Upgrades kaufen. Also gut, ich frag den hier erst einmal. Ich mach mal Whisky Business, so. Kriegen Level Health ab. Okay. Gut. Was kannst du noch? Charge Damage. Ach, warum nicht? Du? Mana Pool noch einmal erhöhen? Nee. Und ihr beide, du kannst Divine Wave. Ja, das bringt schon eher was. Combo Nova nicht wirklich. Brauche ich noch nicht. Also gebe ich dir mal einen Stein. Um Healing Efficiency zu steigern. Und meine Armor. So. Dann gebe ich dir einen Stein und dir einen Stein. Move Speed. Das ist auf jeden Fall nice. Schneller bewegen können. Holy Storm. Der ist nicht schlecht, aber der Rest kostet halt noch einen Haufen Gold. Und ich habe ja jetzt kaum noch was. Also ja, jetzt stürze ich mich mal in das Loch, was da oben aufgetaucht ist. Das muss echt jetzt neu sein und damit lande ich wahrscheinlich wieder unten im... Tatsächlich. Vendor Coin, Health, Mana. Das hier. Brücke, okay. Damit wäre das geklärt. Das Einzige, was noch zu klären ist, ist das hier. Und ja, laut Steam Achievements ist das da oben mit dem Dock nur ein Easter Egg gewesen. Also schön. Der Teleporter ist da oben. Dann gehen wir doch einfach mal da rein. Hallo. Und ja, scheinbar hat das Addon auch nur drei Bosse. Gut. Jetzt will ich mal kurz herausfinden, kann ich dir noch einen vierten geben? Ja. Jo, könnte ich Armor auf 4 steigern. 5? Oh, hups. Okay, ja, gut. Dann will ich jetzt erstmal wieder in den Tempel zurück. Also in die zweite Stufe vom Tempel und will hier den Node aktivieren. Und mir mal kurz das Zeug hier holen. Herausfinden, was hier oben noch ist. Hier ist auf jeden Fall... Sag bloß, hier wäre irgendwo ein Weg gewesen. Nein, nicht ganz. Hä?
Ja, von hier oben komme ich, okay. Hier ist ein Knubbel. Hä? Ja, ich stehe hier. Sag bloß, ich könnte das da unten irgendwie auslösen. Und hätte so hier hochkommen können.